Marciano Hauber. Mit der Startnummer 2 dann innen D'Angelo for Children, der neue Charity Tral. Oh, es ist nicht D'Angelo for Children, es ist Thomas Pancho. Dania, Mickey Rhodes, Kilian Pohl. Dann die 2, D'Angelo for Children, bei dem ich eben schon stehen blieb, der neue Charity-Traber mit seinem Trainer. Meter zurückgelegt, 1:16:0 die erste Zwischenzeit und der Podium de Combré außen jetzt auf dem Vormarsch. David Paolo an der Spitze, Fehler von Podium de Combré, kommt hier kurz aus dem Tritt, aber sehr schnell wieder in der Aktion zurückgebracht worden von Jochen Holzschuh. Sponsorenabenden aus möglicherweise Verlosungen, Stiftungen, was auch immer man das machen kann, wenn man ein solches Projekt gerufen hat, geht es direkt. Und weitermachen. Gratulation von hier oben an Uwe Zehlens und seinem Team für diesen tollen Sieg. Herzlichen Glückwunsch, ein toller Einstand für den guten Zweck. Wir haben noch Hope for Children draufsteht, das ist die D'Angelo for Children. Erzähl uns doch mal ein bisschen, was wir das hier. Thank you.
ist ein Vierjährigenrennen, es wird wie dotiert sein? Insgesamt sagte die 90.000, 50.000 Also das ist eines der höchst dotiertesten Rennen, das jemand, der es im kommenden oder in diesem Jahr in Deutschland ausgetragen wird, und das höchst dotierte Rennen, das jemand in Deutschland auf einer C-Bahn ausgetragen wurde, oder? Ja, das ist richtig. Wie gesagt, wir scheitern, wenn man zu Beginn scheitern. Also, alle Besitzer, die einen deutschen Vierjährigen, einen inländischen Vierjährigen drin haben, nennen Sie bitte für dieses Rennen. Mit ein fantastischer Rentner sicherlich im Mittwoch. Ihren herzlichen Applaus jetzt bitte für Uwe Zehms und der Angelo von Schönen.